es gibt einen Geheimtipp im Saarland an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Autohaus Histler, Losheim am See, der Spezialist für Ford-Nutzfahrzeuge. Ihr habt so viele Nutzfahrzeuge an Lager, dass der Handwerker zu euch kommen kann und kann sie direkt mitnehmen. Das ist selten, denn du weißt, in letzter Zeit, du hast angefragt nach einem Nutzfahrzeug bei anderen Händlern, die haben dich ausgelacht. Ja, also muss schon, Thema Nutzfahrzeuge, wenn jetzt eins individuell bestellt wird, irgendwo mit einer Lieferzeit von 9 bis 12 Monaten rechnen. Und die Handwerker haben diese Zeit oftmals nicht. Das heißt, oftmals ist es ja so, Fahrzeuge werden lange gefahren, gehen dann leider irgendwann doch vielleicht mal kaputt oder Reparatur lohnt sich wirtschaftlich eigentlich nicht. Und dann muss da von heute auf morgen ein neues Auto her. Von daher haben wir hier ein Lager aufgebaut an allen möglichen Variationen, also von kleinem Nutzfahrzeug bis zum großen Transit, über Pritschenwagen. Die hast du vorrätig, das heißt, du hast die bestellt, du kennst ja deine Kunden schon ewig, die ja, da wir sind. Wir haben so Standardprodukte, ja, also wo ich denke, das ist die Konfiguration, die ich als sinnvoll halte, ja, und die kommen eigentlich jeden Monat an. Das heißt, wir haben ständig Fahrzeuge da. So, und die gehen auch schön weg. Und das Ganze zu Preisen wie damals, hätte ich schon fast gesagt. Wenn die nicht weggehen würden, hätte ich ein Problem, weil die werden Monat für Monat angeliefert aus dem Werk. Dann würden irgendwann 200-300 hier stehen. Also die gehen logischerweise auch jeden Monat, so wie sie kommen, nochmal weg. So, du verkaufst die selten zum UVP, sondern du machst einen ganz großen Rabatt immer schön drauf. Das sieht man hier, wenn du mal gerade, da vorne ist ein Preisschild mit drin. Ja. Das haben wir mal gerade eben gemalt. Wir haben übrigens alle Fahrzeuge noch mal extra vorgestellt, also könnt ihr ruhig mal googeln. Das ist zum Beispiel ein Ford Transit Kastenwagen, der ist nagelneu. Erstbesitzer ist der Kunde selber, der ihn kaufen wird. Minus 16.830,25 Euro, der Endpreis brutto, inklusive Mehrwertsteuer. Das ist immer wichtig, das ist inklusive Mehrwertsteuer, von daher noch für alle Handwerker 19% abziehen. So, noch 19% abziehen, könnt ihr runter, dann liegen wir hier bei rund, ich sag mal 34, 35, ja. Habe ich den drauf. So, das ist jetzt eine Pritsche, die liegt preisig witzigerweise fast genauso, wenn sie Endpreis hat. Ganz genau, ja, also liegt, ist eigentlich ähnlich rabattiert oder ähnlich stark rabattiert, ja, liegt im Kreis, im gleichen Preissegment. Ja. Also das heißt, der kostet brutto, ich glaube 56 auch der hier, wie er hier steht, und Endpreis bei dem Auto 42.600 Euro als Siebensitzer und genau. Das ist ein Kolonnenfahrzeug, hast du gesagt, also ja, was gerne mal benutzt wird. Ich sag mal, klassischer Handwerkbetrieb, die vielleicht zur Baustelle, jetzt hier Galabauer, Landschaftsgärtner, auch normale Handwerksbetriebe, Bauunternehmungen, die vielleicht doch dann zur Baustelle mit 4, 5 Personen fahren, aber doch relativ einfach und komfortabel hinten laden wollen, ja, sei es jetzt irgendwie Schüttgut oder doch Maschinen etc., geht halt hier doch sehr einfach und hervorragend, ja. Kriegt man Fahrzeuge jetzt wieder? Offenbar ist es ja so, oder? Wir haben zumindest, also das, was jetzt hier angeliefert wird, ist vor einem Jahr etwa bestellt. So. Ach so, du hast früh genug bestellt. Ja, also wir leben im Grunde damit von dem, ich will nicht sagen Risiko, dass wir doch einfach mutig Monat für Monat schon zum damaligen Zeitpunkt auch weiterhin Bestellungen eingegeben haben. Ja. Und die kommen natürlich jetzt logischerweise auch Monat für Monat nochmal an. Das wird einfach chronologisch abgearbeitet, fertig und wir profitieren von einem großen Lagerbestand aktuell. So, auch hier haben wir hohe Bodenfreiheit, also ein richtiges Fahrzeug für Bauunternehmer, hauptsächlich Garten- und Landschaftsbauer, die sowas nehmen. Das kann auch eine Kommune sein zum Beispiel, oder? Kommunen, klar. Also unsere Gemeinde selbst fährt auch mit solchen Fahrzeugen, falls es erwähnt werden darf. Darfst du. Die Gemeinde Losheim, meinst du? Zum Beispiel, ja. So, mach mal auf, bitte. Nicht nur die, witzigerweise. Also, obwohl es auch in anderen Gemeinden vielleicht auch den ein oder anderen Ford-Händler gibt, sind aber die Gemeinden oftmals hier ansässig. Ja. Ja, die gucken ja auch ein bisschen auf den Preis. Du verdienst an den Autos, an jedem Einzelnen nicht so viel, aber die Menge macht's, oder? Ganz genau das. Und natürlich, wir setzen uns, denke ich, vor allem im Service-Segment ab. Deswegen kommen auch ganz viele, also es gibt ja auch vielleicht doch den ein oder anderen Kunden, der schon ein Bestandsfahrzeug hat. Also eben so ein Nutzfahrzeug hat, aber trotzdem für uns oder bei uns zum Service landet. Cool. Und dass eben dann doch viele Kommunen, viele Handwerksbetriebe, viele Betriebe auch aus Frankreich und Luxemburg. Wir haben hier nochmal im Grunde im Werkstattbereich derart erweitert, dass wir im Grunde an 4 Nutzfahrzeugen gleichzeitig parallel arbeiten können. Also 4 Hebebühnen, die über 3,5 Tonnen sind. Ja, damit wir doch irgendwo schnellstmöglich den Leuten helfen können. Das finde ich immer ganz wichtig, weil die Handwerksbetriebe haben ja doch dieses Thema, dass das Auto plötzlich nicht läuft. Mit den Autos wird Geld verdient. Das heißt, die sollen in der Regel am nächsten Tag fertig sein. Vielleicht auch am Samstag bearbeitet werden. Wir haben viele Krankentransporter auf Ford-Basis, die ja laufen. Ähnliches Thema, die brauchen einfach einen guten Service dazu. Ja, du selbst bist so ein Bürotyp, du warst noch nie in der Werkstatt. Ganz genau.
Nee, du hast das selber auch gelernt. Ja, du bist Kfz-Mechatroniker. Ganz genau. Es verschiebt sich, will ich sagen, leider immer weiter dahin, dass ich doch fast nur noch im Büro sitze. Aber die Leidenschaft ist natürlich die Werkstatt, ja. Weil ich weiß nämlich, sogar samstags bist du hier, machst mal Radwechseln und so weiter. Ja, es ist so, also das Gute ist, ich bin der Springer dann im Grunde. Das heißt, wenn es irgendwo mal brennt oder du doch. Du hast mittlerweile drei Kinder. Ja, trotzdem. Als wir angefangen haben zu drehen, hast du gar keins. Ja. Da war es noch keins gewesen, stimmt, ja, richtig, stimmt. Ja. Cool. Ja, dann, ich zeig mal gerade, also das ist, was ziemlich cool ist, die haben alle denselben Motor, der ist extrem sparsam, wirklich alle denselben. Das heißt, der und der Motor ist der gleiche? Nee. Doch, genau. Also wir haben ab dem Segment hier Transit Custom, großer Transit und die Britschenwagen haben wir einen 2 Liter Dieselmotor. Die sind alle von uns vorkonfiguriert mit den 130 PS. Absolut ausreichend. Die Dinger haben Kraft ohne Ende. Also sie laufen richtig gut, auch im Anhängerbetrieb. Bin ich gefahren. Also fühlt sich gar nicht an wie 130 PS, eher so 170. Ja, glaube ich, ja. Das ist so, also kommt von unten unglaublich gut raus. Ja. Also von daher kann ich nur sagen, tolle Motoren. Wirklich. Du musst nicht schalten auf der Autobahn, also es sei denn, du kriegst mal eine Steigung mit 20% und hast da Tonne gefahren. Fährst eigentlich im sechsten Gang. Fünfter vielleicht noch, vielleicht kommt es mal vor, wenn es hoch geht, runter zu schalten, aber eigentlich mit dem sechsten Gang unterwegs. Also er hat ja genug Kraft, für die ganze Autobahn durchzufahren. Und das ist ein Schätzchen, den kaufen auch viele. Das ist ein VW-Bus quasi, also so vom Typ her ein bisschen größer. So, ne? Ja, also das ist so unser klassischer kleiner Kastenwagen. Ja, also dann gibt es ja auch. Ach, gibt es auch einen VW-Transporter, ich weiß nicht, bei denen ist das T6, T7 als Beispiel. Oder ja, ich sag nur jetzt so ungefähr die Klasse, also dass man das sagt. Ja, ja, also Mercedes Vito oder... Also den kann ich auch privat noch fahren, nach Hause fahren. Das Thema ist 1%-Regelung. Zum Beispiel, wenn der Vorarbeiter sagt, okay, das wird jetzt mein Privatwagen, ich zahle die 1% nicht, zahle nur Wohnung und Arbeit dabei, dann kann ich mir den holen. Der ist innen ausgestattet wie ein PKW. Ganz genau. Also vorne im Cockpit-Bereich ist das im Grunde alles PKW-ähnlich. Auch fahrwerksmäßig ist das identisch. Also ob ich jetzt die PKW-Variante habe oder die Nutzfahrzeug-Variante, macht keinen Unterschied. Von daher sind wir hier auch im Nutzfahrzeugsegment PKW-ähnlich unterwegs. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr den fahrt, kriegt ihr ein Auto ohne 1%-Regelung, wenn ihr den gewerblich nutzt. Wohnung, Arbeit ist noch zu versteuern, aber nicht die 1%. Genau. Denn ihr habt hier eine Ladebordwand mit drin, habt hier einen Nutzbereich, können wir mal zeigen, wo man auch mal mehr als einen Einkauf reinmachen kann. Es ist wirklich so, da passt einiges rein. Unter anderem gibt es so ein Standardmaß, die Europalette. Wie viel passen denn rein? 3 Stück oder? Hier in der L1-Variante 2 und eine gedrehte. Also so, der hat 2,5 im Grunde. Es gibt dann noch die L2-Variante, eine längere. Das ist dann, passen 3 Stück rein. Also 3 Komplette. So, die Klimaanlage ist mit drin, der B-Plus-Radio. Du hast viele Extras, Lederlenkrad, Multifunktion. Also die Dinger laufen so oder so ähnlich schon seit Jahren. Den Motor gibt es auch schon lange, oder? Die Motor gibt es auch schon lange. Also jetzt in dieser Motorengeneration schon seit 2016. Der ist aber auch eine Motorenerweiterung von dem damaligen Motor schon. Also wir haben ein sehr, sehr ausgereiftes Produkt. Ja. Erzähl mal, es gibt so ein Gerücht, es gab mal in den 2010ern irgendeinen Motor, der ein Problem hatte. Ja. Stimmt das? Jein, also es gab damals mal 2,2 Liter Motoren, hauptsächlich im Wohnmobilausbau, muss ich jetzt so sagen. Das war, nicht sagen, oftmals vielleicht auch ein Bedienfehler zum Teil gewesen. Also man muss gerade hier im Wohnmobilsegment darauf achten, dass ich doch den, wenn das Auto jetzt ein halbes Jahr über den Winter steht, dass ich den Dieseltank komplett fülle, damit sich da irgendwo kein Kondensat oder sowas abbildet und das nicht so beim ersten Neustart Wasser. Genau, dass sich Wasser zieht, das natürlich in die Injektoren kommt. Injektoren, sehr sensibles Bauteil, ja, kann dann innen drin korrodieren, sorgt letztendlich für ein schlechtes Spritzbild und vielleicht dann doch durch zum mechanischen Motor. Also es waren nicht eigentlich die Motoren selbst, die kaputt gegangen sind von der Sache her, sondern der fehlerhafte Injektor, der zu einem Motorschaden geführt hat. Aber es ist zum Glück schon alles lange her. Schon ewig, ich glaube 12, 15 Jahre. Zum Glück erinnere ich mich schon nicht mehr so gut dran. Galt aber auch nur dann, wenn die lange standen. Das war so, also im Alltagsbetrieb ist das gar nicht aufgetaucht. Also das klassische Handwerkerfahrzeug, das das ganze Jahr im Betrieb war davon nicht betroffen. Nee. Okay, also das wird das mal sehen. Also das ist tolles Auto, weil viele immer sagen, ja, die Ford-Motoren, da sage ich, das ist schon so lange her, dann baut ihr, glaube ich, diesen Motor millionenfach. Also das ist, also Ford hat ja so ein praktisch eigenes System. Die gehen hin, bauen einen Motor in verschiedenen Varianten, ich glaube von 100 PS bis 180 oder so. 105 bis 185 rein theoretisch. Der gleiche Motor. Ist der gleiche Motor, ja. Identisch. Identisch, ja. Das ist cool. Software macht es möglich. Dann haben wir hier einen kleinen Bruder, haben wir eben auch schon mal gezeigt, genau, eigenes Video. Das ist kleiner Bruder, das ist jetzt Transit Connect. Das ist einfach für die Handwerker, die vielleicht einfach nicht, wo sie vielleicht ein Mitarbeiter nicht die Größe des
Fahrzeugs einfach zutraut oder vielleicht auch nicht notwendig ist, ist das im Grunde dann die nächst kleinere Variante. Das ist auch ein LKW, das heißt, da gilt auch die entsprechend günstige Kfz-Steuer. Da hast du den Vorteil mit der 1%-Regelung, die nicht, ich sag mal, anfällt, aber Wohnung, Arbeit, wie gesagt, anfällt. Aber die Kosten, die Versteuerungskosten für Mitarbeiter sind wesentlich geringer. Trotzdem habe ich einen riesen Platz drin. Wir können da mal reinhalten. Ja. Da passt jetzt auch eine Europalette rein. Mach mal den Innenraum einmal kurz auf. Boah, das ist richtig PKW, oder? Ja, das ist jetzt nochmal PKW-ähnlicher als in den größeren Transit-Varianten. Auch tiefer. Ein bisschen anders geschnitten, genau, ist von der Sitzposition auch kleiner. Ist ja auch die Dreisitzer-Variante. Kannst du hochklappen? Ja. So, einmal. Ich muss die Schlaufe einmal suchen. Da. Entriegeln. Da ist eine kleine Schlaufe drin, ein Sechsganggetriebe. Der gleiche Motor ist hier nicht drin, hier haben wir 1,5 Liter. 1,5 Liter diese Motoren. Aber auch toller, kräftiger Motor für die Größe und das Gewicht des Fahrzeugs. Sehr sparsam. Also wir sind da irgendwo im Bereich 5,5 bis 6,5 Liter auf 100 Kilometer unterwegs. DAB Plus Radio. Der hat Bluetooth mit drin. Das heißt, du kannst das Handy direkt mit anschließen, kannst navigieren, eine Klimaanlage mit eingebaut. Tempomat ist mit drin. Also sie sind alle mit dem ausgestattet, was man so im Alltag einfach benötigt. Ja? So, sehr schön. Dann bitte auch immer den Preis zeigen, 22.500 Euro. Das geht natürlich noch günstiger, wenn die Fahrzeuge noch spartanischer werden, oder? Ja, also man könnte noch das ein oder andere Ausstattungsdetail weglassen. Sitzheizung zum Beispiel oder ähnliches, wenn man es nicht wollen würde. Aber die sind so ausgestattet, dass der normal, ich sag mal, das sind dann 1500 Euro mehr, dafür hat er halt die Sitzheizung. Deswegen, also die sind ja alle im Grunde von mir, ich muss mich ja, die Autos sind ja alle vorbestellt von mir, das heißt, ich muss mich ja für irgendwelche Ausstattungskonfigurationen festlegen und das hier ist für meine Begriffe das Optimum an oder das Optimale am Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist kein Schnickschnack zu viel drin, aber ich finde essentielle Dinge wie eine heizbare Frontscheibe oder ein Tempomat, das ist mit an Bord. Die Radkappen mit drin. Genau. So, was ich gut finde, du hast die Parksensoren vorne und hinten. Ist das immer mit drin bei den Fahrzeugen? Ist das Serienausstattung? Das wäre jetzt bei dem Trend hier Serienausstattung, ja. Also hier ist ein gewisses, also es gibt ja schon mal generelle Serienausstattungen, ja. Und da wäre Parklot hinten schon Serie. So, und das Reserverad ist echt? Was drunter ist? Hier ist tatsächlich keins drin. Das hier ist nur, der ist ohne konfiguriert. Ohne konfiguriert. Gibt es aber auch mit vollwertigem Reserverad auf Wunsch. Und hier hast du also richtig schön Platz, eine Ladebordwand mit drin. Hier kann auch mal, es gibt auch entsprechende Ausbausysteme, Sortimo und Co. Gibt's auch, ja, klar. Ja. Ich mache dir mal noch gerade die Durchladeklappe auf. Gerne. So, dann kann man nämlich große und lange Dinge kann man durchladen. Hier ist die Klappe ist schon mal geöffnet. Ich werde jetzt auch den Sitz nach vorne klappen. So, und jetzt muss gleich Licht angehen da. Ja, so, dann kannst du dann komplett einmal durchladen von vorn nach hinten. Wenn du mal gerade durchguckst, die Klappe, dass man dein Gesicht, dein schönes Gesicht mal sieht. Dreifacher Vater, Christian Hissler. Also der Vorteil ist, dass ich durch diese Durchladeklappe trotz der kompakten Länge des Fahrzeugs eine Durchlademöglichkeit mit 3 Metern habe. Das heißt, man hat doch so Standardware im Handwerksbereich, irgendwelche Rohre im Heizungsbau oder Einputzleisten bei Malerbetrieben, die eben genau Kabelkanäle von 3 Metern haben und dafür ist das im Grunde geeignet. Das heißt, ich habe jetzt trotzdem noch den zweiten Sitz vorne, also ich kann als mit 2 Mann fahren und habe dennoch die Möglichkeit, 3 Meter reinzuladen. So, komm mal mit, dann zeigen wir nochmal einen noch kleineren, denn du hast mal richtig aufgefahren. Du hast eben noch gesagt, soll ich ihn beistellen? Habe ich gesagt, nee, lassen wir mal da stehen. Kann auch hingehen, genau. Kann auch hingehen, es sind ja 10 Meter. Wir haben ja jetzt alle Größenvarianten, die Ford anbietet, einmal vorgestellt. Das wäre jetzt die kleinste Variante. Unser Ford. Da ist er. Der ist aber süß. Ich schätze mal Länge hier. Was haben wir hier? 4 Meter? 4,20 Meter. 4,20 Meter. Ja. Transit Courier heißt der. Ist auch im Laderaum gar nicht hinten so klein, ist eben ein kleines, kompaktes Lieferfahrzeug. Also wenn jetzt jemand eher im städtischen Betrieb, im städtischen Bereich unterwegs ist oder einfache Mitarbeiter hat, der irgendwo ja, einfach ein kleines, übersichtliches Auto will. Vielleicht ohne 1%-Regelung, das genau, kommt ja noch mit hinzu. Genau, auch eine LKW-Zulassung, genau, durch das Kastenwagenprinzip. Hier kann man ein Mountainbike reinmachen, hier kannst du das freizeitmäßig nutzen. Du hast 3 Sitzplätze vorne oder 2? Zwei in dem Fall. Also ein 2-Sitzer in dem Fall. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist wirklich gut, oder? Ja, der hier hat auch
ein richtiges, so sieht das aus, als wenn das Reserverad mit dabei ist. Hier ein Mechanismus, das Reserverad hängt unter dem Fahrzeug, ein vollwertiges, und kann dann im Grunde runtergekurbelt werden. Das lässt mal runter. Okay, ja. Verstanden. So, da sind zwei Ösen mit drin, dann hast du auch hier wieder das Automotive. Was wäre denn das hier für ein Ford-Basisfahrzeug gewesen, wenn es das gegeben hätte vom Cockpit? Im Grunde ein Fiesta. Fiesta? Ja, also so ein bisschen ist das hier Plattform und Größe von einem Ford Fiesta. So, und das ist doch richtig gut. Das heißt, ich habe zum Beispiel Hunde, ich habe einen Sport, wo die Hunde, ich sag mal, hinten sein sollen. Ich bin Angler, ich brauche ein Fahrzeug, ich brauche keine 4 oder 5 Sitzplätze, kann den auch im Alltag nutzen. Preis-Leistung, wie liegen wir hier? Ja, ich mach's mal hier kurz einmal ab. So, der kostet 19.000 brutto. Das sind brutto inklusive Mehrwertsteuer 19.600. So, den hast du runtergemacht, 6.513 Euro, 19.600 Euro neu, ja. Mit Ladetrennwand, allem drum und dran, Klimaanlage, Automatik hier, Klimaautomatik? Klimaanlage, normale Klimaanlage. Hat aber auch einen Tempomat, hat Radio mit DAB, hat hier auch die Möglichkeit, das Smartphone reinzusetzen. Ich zeig's mal einmal, wenn das Thema Navigation hier nochmal wäre. Das ist ja genial. Ich glaube, das Handy wird ein bisschen zu groß sein, dann lässt man es eigentlich schräg. So. Das heißt, ich kann hier im Grunde über die Autolautsprecher auch dann die Navigation laufen lassen. Wir sind in Losheim und werden noch ein paar Sachen zeigen. Unter anderem hast du den neuen Raptor bekommen. Genau. Der ist da. Auch da gibt es gleich mal ein Video drüber. Das ist der Kurier. Wir sind beim Autohaus Hissler Losheim am See. Da hattest du sogar noch eine Kurier-Abdeckplatte drauf hin. Ja, genau. Und filmen heute am 5. Juni 2023. Ja, große Palette, das sind nur ganz wenig Fahrzeuge. Der ganze Hof steht voll, du hast über 100 Stück da. Genau, also wir haben ja jetzt mal exemplarisch von jedem Modell einfach eins bereitgestellt. Genauso wie die hier stehen, gibt es von jedem dann entsprechend Menge an Lagerfahrzeugen. Also es lohnt sich, nach Niederlosheim zu kommen. Eher bundesweit bekannt mittlerweile für das Thema Nutzfahrzeuge, und viele Saarländer wissen das gar nicht, hast du mir erzählt, die kommen dann her, machen bei dir ein Angebot. Da war was ganz Kurioses, gab es einen Händler hier aus dem Saarland, der hat tatsächlich Nettopreise angeboten, du bietest immer Bruttopreise an, inklusive Steuer. Genau. Und der hat dann gesagt, naja, der ist jetzt billiger, dabei war es der Nettopreis. Genau, richtig, war tatsächlich ein höherpreisiges Fahrzeug, da war die Mehrwertsteuer 11.000 Euro gewesen aus dem Preis, und dann kam der Kunde auf mich zu und sagte, du, das Auto ist beim anderen Händler 4.000 Euro günstiger. Habe ich ihm gesagt, nee, kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Habe ich gesagt, kannst du mir das Angebot mal vorlesen? Und habe gesagt, fang mal oben rechts bei dem Grundpreis an. Ja, wusste ich schon, was los war. Da war das Angebot natürlich auf Nettopreise geschrieben. Bedeutet, bei einem Nettobetrag von 11.000 Euro war unser Auto dann entsprechend 6.000 Euro günstiger und nicht eben entsprechend teurer. Also wenn ihr... Also einmal ein bisschen achten. Ich bin einfach, mir gefällt es besser, weil es dann einheitlich ist, einfach die Bruttopreise auszuzeichnen. Für jeden Gewerbebetrieb muss man die 19% nochmal abziehen. Klar. Stell ich mal gerade auf den Gulli da, auf den Gullideckel. Und jetzt machen wir mal so ein Foto aller USA. Und jetzt mal, genau, mal so machen wir den Armen ausstreiten. Genau, nee, komplett. So, super, in die Kamera gucken. Das wird das Startfoto. Vielen Dank fürs Einschalten. 5. Juni 2023. Ford Hissler, Christian Hissler. Tschüss.